Allerdings wird jetzt ein bisschen gelootet in Division 2. Sonst schlafe ich hier gleich noch ein. Mein Team hat die Daten vom Kenley College analysiert und eine Bedrohung entdeckt, die sie untersuchen müssen. Melden Sie sich bei Taurus am Weißen Haus. Sicherer Bereich entdeckt. Agent, die True Sons haben ein Waffenlager in der National Vault Bank. Wir müssen den Ort sichern und die dortigen Munitionsvorräte vernichten. So. Der Stream läuft mit 60 Frames pro Sekunde. Aber hat schon wieder ausgelassene Frames. Bin ich denn laggy? Nee. Naja, das braucht alles noch Optimierung. Kann ja nicht alles sofort super laufen. Kann ich meine Stream-Einstellungen eigentlich, während ich jetzt streame, noch verändern? So I had a dream about us again last night. This time we were standing by the ocean and watching the sunset. Your hair and your dress gently float in the wind. It's very interesting. You looked as beautiful as ever. We sat down and watched the sun slowly disappear beyond the endless horizon as the glow gradually faded away. Nee, während ich streame geht nicht. Hätte mich jetzt aber auch gewundert. Ich bin so ein Hayopai. Das Gebiet abgesperrt. Sie müssen den Eingang aufsprengen. Da rennt er einfach so in das Feuer. Aber gut, war auch eigentlich blöd von mir hier runter zu rennen. Im Tresor der Bank lagern. Genau da müssen sie hin. Elektronisches Gerät erkannt.
Wo hat er denn das elektronische Gerät erkannt? Da. Was zum Teufel machen Sie da? Ich höre den Automaten nach. Haben Sie denn meine Mitteilung von gestern nicht gelesen? Ich dachte, das war ein Witz. Das ist kein Witz. Wir haben Befehl aus der Zentrale, das Geld zu isolieren und es bis auf Weiteres im Tresor aufzubewahren. Soll ich es erst noch zählen? Nein. Holen Sie das Bargeld da raus. Und zwar so schnell wie möglich. Und vergessen Sie nicht, Handschuhe und Schutzmaske zu tragen. Ah, toll. Da werfe ich halt die gerade, wo keiner mehr da ist. Super. Legen Sie Ihren Funk lahm, damit Sie keine weitere Hilfe rufen. So.
Oh, da kann ich auch nicht mal drüber springen. Ich mach euch sowas von fertig. Ich seh dich, ich. Aber nicht mehr lange. Da heilt der Drecksack nicht einfach. Was wurde gut gedeckt, hä? Aua. Aktives Terminal entdeckt. Agent, checken Sie den Datenträger. So erfahren wir vielleicht, was die True Suns hier getrieben haben. Kein elektronisches Gerät mehr gefunden oder so. Da ist aber der Rucksackfund. Hey, ist hier nicht. Verteidigungsmaßnahmen im Weißen Haus. Die True Suns haben mehrere verwundbare Stellen. Die Rucksacktrophäe. Hallo Duplo! Ich hoffe, mein Team hat die Daten vom Kenley College analysiert und eine Bedrohung entdeckt, die sie untersuchen müssen. Melden Sie sich bei Taurus am Weißen Haus. Schön, dass du reinschaust. Mixer-Streamer. Ja, aber da muss noch einiges optimiert werden. Läuft noch nicht so rund, wie ich das gerne haben möchte. Da ist noch Feintuning angesagt. Verstärkung zur Seite. Wer ist dieser Typ? Du kannst dich nicht verstecken. Ich mache den Gegner auf.
spielst du über deinen Gaming-PC? Genau. Das tue ich. Schnell gepanzerter Feind erkannt. Zusätzliche Feindkontakte. Vorsicht, die Minigun! Die kommt von der... Oh, die ist ein bisschen laut. Ich muss gleich mal die Lautstärke runterdrehen. Danke für die 100 Shards, Duplo. Obwohl ich einem hier die Ohren platzen lasse. Ich gehe mal eben in die Option. Ist nicht schlimm, Duplo. Das ist, wenn ich das richtig verstehe, um deinen Status bei mir zu steigern. Na, du hast ja da ein Level. Du bist jetzt schon Level 3 bei mir in meinem Channel. Dadurch, dass du jetzt hier Sticker gegeben hast. Je nachdem, wie lange du hier halt mir zuguckst und wie viele Sticker du verschenkst, umso höher steigst du in dem Level. Daran kann ich zum Beispiel erkennen, ob du mich oft guckst. Wow, dankeschön, Duplo. Daran kann ich dann zum Beispiel sehen, dass du oft hier bist. Und ich glaube, ich kriege auch einen Teil von diesen Shards, die du da abgibst. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Weil ich kriege ja auch Shards dafür, dass ich streame. Und ich habe jetzt, weiß nicht, 30.000 oder so. Erste-Hilfe-Kit für Konki. Ja, außerdem ist das ja halt eine lustige Interaktion für den Chat. Und je höher du im Level steigst, umso bessere Sachen kannst du auch mit deinen Charts hier in den Chat reinschmeißen. So. Habe ich alle Kontrollpunkte jetzt hier in dem Bereich? Sieht so aus. Ah, nee, da. Ja, kannst du dem Konki direkt erste Hilfe geben. Wenn er mal wieder kaputt geschossen wird. Und also ich habe mir jetzt mal vorhin meinen Stream von gestern angeguckt mit Tiny Metal und ich muss sagen, also die Qualität von dem Stream finde ich ja eigentlich, die sieht sehr gut aus. Da kann man nicht meckern. Unterwegs.
Aua. Mann! Achso, er ist meiner. Zum Nachschubraum freigeschaltet. Yeah. Wir haben den Tod verdient. Kannst du? Jawohl! Die kommen von der Seite! Feindlicher Nachschubkonvoi erkannt. Danke, Fuse T, da kommen wieder die Sticker. Na gut, wenn er nicht mit mir reden möchte. Feindlicher Nachschubkonvoi in der Nähe. 1,7 auf deinen Nacken. Dankeschön. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Einfach mal alles raushauen, ne? Da war ein Waschbär. Oh, da ist ja noch einer.
voll die Sticker-Collection. Ja, Duplo, du jetzt auch. Haut alles raus, Jungs. Bester ist, glaube ich, noch immer Gripkeeper von gestern. So bin pleite ich auch. Ihr seid bekloppt. Keiner geheilt. Sofortige medizinische Hilfe erfordert. Agent Obol. Nein! Ach fuck! Ich hab mich selber in die Luft gejagt. Agent verstorben. Da kriegt, glaube ich, pro Minute 50 Punkte. Ja, waren 100 oder 50. Eins von beiden. Hab extra einen anderen Stream geschaut, damit ich meine Sparks auffülle in der Zeit, wo du offline warst. Ja, danke, Fusty. Tragbares Gerät erkannt. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Aber ich hoffe, der andere Stream hat dir trotzdem Spaß gemacht. Ich kann zum Beispiel empfehlen Raubkatze. Raubkatze? Ich meine, die heißt Raubkatze. Die streamt hier sehr viel Destiny 2. Die ist da gerade im Moment am Looten ohne Ende. Am Grinden, weil die eine spezielle Rüstung haben möchte. Die gibt's nur bis zum 27. August. Destiny 2 hätte ich heute auch eigentlich Bock drauf gehabt, aber ich habe noch nicht das BIOS-Update auf mein Mainboard gemacht, deswegen kann ich Destiny 2 momentan noch nicht starten. Mit dem Ryzen hier. Schlägt ja mehr Haken als ein Hase. Destiny ist nicht so deins. Oh, ich liebe Destiny. Aber das macht auch erst Spaß, wenn man wirklich wieder den Lichtlevel hat, womit man auch alles spielen kann. Da habe ich gut dran gearbeitet, den Lichtlevel zu erreichen.
registriere zusätzliche Feindkontakte. Es ist unglaublich, hier, was hier passiert. Hier drüben! Also, Aim ist da. Ja, auf jeden Fall. Ich bin stolz auf uns. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Aim kann ich. Nahrungsvorräte entdeckt. Nicht. Aber im Grunde ist Division 2, wenn man das jetzt einmal durch hat, auch nichts anderes als Destiny 2. Nur, dass es kein Space-Shooter ist. Aber jetzt musst du hier auch den Rüstungslevel nach oben treiben. Um gewisse Sachen spielen zu können. Zockst du auf Xbox? Nee, am PC. Ich zocke ja fast alles nur noch auf PC. Rationen in der Nähe. Das Ziel befindet sich in ihrer Nähe, Agent. Verbündeter Kontrollpunkt entdeckt. Oh Mann, aber ich hänge hinter der Tür fest. Wo kommt denn jetzt die Granate her? Irgendwo muss es ja hochgehen. Oh, mein Bein juckt. Oder runter. Ich will aber nicht runter, ich will hoch. Vielleicht muss ich erst runtergehen, damit ich hochgehen kann. Hm.
Oder ich muss generell oben lang. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Zivilisten in Gefahr. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg. Schon mal nicht. Zivilisten in Not. Oh nein, 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 nicht überspringen. Ich jetzt echt einmal komplett rumrennen musste, damit ich nach oben komme in dem Ding. Dankeschön, Gestirn. Für den Flattermann. Danke für die 5000 Gestirn. Cooles Zeichen. Warum habe ich jetzt eigentlich den Kopfgeldeinsatz gemacht? Gucken wir mal, was wir an neuen Waffen haben. So, 7-7. Oh, da, 8-5. Dann rüsten wir die 8-5er aus. Modden die natürlich auch sofort. Bei den Maschinengewehren natürlich immer Stabilität. Immer auf Stabilität gehen. Präzision ist da ja wurscht, damit will man ja nur rotzen. Schön. So. Und hier, da haben wir 12,7. Boah, da scheint eine mit 20,4. Aber die Feuerrate ist geringer.
20,4. Außerdem muss man jetzt ja mittlerweile auf den Ausrüstungswert achten. Naja, aber das ist fast eine Verdopplung vom Schaden. Also nehmen wir die. So, da ist die Präzision entscheidend. Neue Pistole haben wir auch. 12,8 wird auch ausgerüstet. Obwohl ich die Pistolen nie nutze. Oh da, 17,9. Bessere Knieschoner haben wir auch. Was Besseres. Musik rockt heute wieder, oder? Ah, jetzt kann ich direkt wieder gucken. Ah, nee. Ja gut, der Rüstungswert ist besser. Scheiße. So, dann muss ich erstmal den Mod entfernen. Auch bei den anderen, die ich nicht mehr nutze. Sonst verschrotte ich nämlich die Mods immer mit. Wir mal eben ein bisschen auf. Oh, Moment. Mods entfernen. Ist noch nicht genug zum Verschrotten. Beim Rucksack vielleicht noch. Boah, ist auch geil. Aber egal. So, hier alle Mods entfernen. Achso, brauche ich gar nicht. Bei den Waffen ist das scheißegal. So. Weiter geht's. So, alle Kontrollpunkte haben wir jetzt eingenommen. Jetzt kann ich mal an die Haupteinsätze gehen. Haben das Jefferson Trade Center in der Gewalt und das bedeutet wahrscheinlich, dass sie den Ich muss gleich nur mal kurz nach meiner Waschmaschine gucken.
Übrigens gibt es jetzt auch was Neues, das heißt Expedition. Das ist auch richtig geil. Aber das bringt nur was, wenn man mit mehreren spielt. Weil bei der Spielersuche kriegt man sehr, sehr selten eigentlich Leute. Beim ersten Mal hat es noch geklappt. Da habe ich auch noch Leute zum Mitzocken gefunden. Und beim zweiten und dritten Mal schon nicht mehr. Was sehr schade war. Die Black Tusks wollen den Chase-Knoten. Wenn ihnen das gelingt, gehen sie einfach rein und halten sie auf. Direkt hinter euch. Hab Ziel im Fadenkreuz. Das Wetter ist so scheiße. Sagen, der ist platt. Was ist das? Jetzt geht's aber los hier. System unterbrochen. Mist, sie sind bereits beim Shade-Knoten. Sie müssen sofort dahin. Oh. Das machen wir doch. Schaut, verdammt!
steady them down so they can leave it now. Dem a run the town. Dem a turn it around. Bringing in the bass drop, hit the ground. Mash the top, be 90 place to go down. Turn to the rap to enter the sound. Back mine people, please turn around. Ready for your will end for vorbei. Dem a run the town. Dem a turn it around. Bringing in the bass drop. Aber mutig. Noch einer. Noch ein totes Arschloch! Okay, wie sieht's aus? Alle außerhalb eines Umkreises von etwa 80 Kilometern um die Wiese vom Netzwerk abgeschnitten. Komplett. Was tun wir dagegen? Wir müssen zuerst das Ausmaß des Schadens ermitteln. Also an Orte gehen, die nicht gleich zugänglich sind. Erwischt! Die Überschwemmungen haben viel Schaden angerichtet, besonders in der Stadt, wo ein Großteil unserer Infrastruktur liegt. Glaubst du, sie sind schuld am Netzwerkausfall? Auf keinen Fall. Da hat jemand nachgeholfen. Hallo Brugal Gaming! Natürlich. Schön, dass du mir auf Mixer gefolgt bist. Hast an mich gedacht. Dankeschön. Das hört sich irgendwie falsch an, aber auch nett. Bin gerade von Arbeit gekommen, habe endlich wieder einen Job. Ui, herzlichen Glückwunsch dazu. Ich hoffe, du bist glücklich in deinem neuen Job. Das ist ja das Wichtigste. Wenn man unzufrieden ist, ist es Kacke. Ich setze jetzt Drohnen ein. Danke Hausmeister und Gärtner im Krankenhaus. Das hört sich noch gut an. Aber da wirst du bestimmt oft krank. Kriegst du bestimmt oft Krankenschein beim Krankenhaus. Wenn ich im Krankenhaus arbeiten würde, boah, ich wäre, glaube ich... Ich wäre, wenn ich eine Erkältung hätte und die wäre auskuriert, wäre ich am nächsten Tag spätestens wieder krank. Ich stecke mich voll schnell an, wenn jemand in meiner Gegenwart krank ist. Das ist richtig schrecklich bei mir. Den kriegt man nicht auf. Ich muss mega aufpassen, dass ich den Spritzen langst. Ja, klar. Ja, aber ich meine ja nicht nur sowas. Ich meine also wirklich, das sind ja alles Leute, die krank sind nun mal. Außer so Simulanten. Und ich würde mich sofort immer bei jedem anstecken. Die müssten mich nur angucken, wenn die eine Erkältung haben. Ich wäre krank. Bei mir ist das echt schlimm. Ich finde die Quali viel besser, die bei Twitch. Wirklich? Ja, das kann aber auch dran liegen, wie gesagt, ich benutze jetzt auch Streamlabs und nicht mehr XSplit. Und ich streame jetzt gerade von meinem Gaming-Rechner. Also gar nicht von meinem Streaming-Rechner extra. Weil ich ja aufgerüstet habe. Ich will mal testen, wie weit ich komme mit dem 3700X. Ohne, dass ich extra einen Streaming-Rechner benutze. Bis jetzt klappt das eigentlich ganz gut.
tonight. Oh, just until the morning. Ich finde auch gut, wenn Streamen ansagt sind YouTube. Sie wollten auf die Schädel zugreifen. Hoffentlich war das noch rechtzeitig. Na gut, das muss ich ja auch im Moment noch, ne? Weil sonst einige Leute ja gar nicht mitkriegen, dass ich jetzt gerade streame. Na, ich habe halt hier bei Mixer noch nicht so viele Follower. Deswegen muss ich erstmal die Leute von YouTube animieren, auch hier zuzuschauen. Weil wie das hier aussieht mit Benachrichtigungen, wenn ich anfange zu streamen, weiß ich nicht. Ich bin ja erst seit vorgestern hier. Ach, schon wieder so ein Ding. Das ist eine Handgranate. Hier drüben. Drohne im Einsatzgebiet aktiv. Boah, dann ist das Ding auch noch immun. Medizinische Hilfe erforderlich. Hier um die Ecke stand auch noch einer, oder? Also die Plattform gibt es schon länger oder wie? Ja, die hieß früher aber Beam. Die ist von Microsoft. Noch nie was von gehört. Hol mir am 30. erstmal den Destiny Pass, damit ich endlich da mal weiterkomme. Du weißt schon, dass Destiny ab September kostenlos ist für alle. Ja. Nur halt das letzte DLC, die Schattenfestung, ist dann kostenpflichtig. Alles andere, was bisher mit Destiny 2 rausgekommen ist, alle Erweiterungen und so weiter, ist alles dann kostenlos. Puh, da haben meine Granaten gut auf mich aufgepasst. Na also.
Ab jetzt geht der Stream wieder, höre aber nichts mehr. Nö, normalerweise müsste alles laufen. Ich kann mal eben auf meinem Handy gegenchecken. Aber eigentlich müsste alles laufen. Nee, läuft alles. Läuft alles. Ton ist da, schreib auch der Duplo. War nur grau eben bei mir. Okay. Kurzen Zusammenbruch gehabt. Was ich nur jetzt gerade gehört habe, als ich meine Kopfhörer runtergenommen habe, dass mein Wäschetrockner fertig ist. Einer kommt über links. Ich hab noch gesehen, wie er rübergerannt ist. Wow. Fuck. Jetzt sind keine mehr da. Sein, ne? Komm ich denn da lang? Nee. Da auch nicht. EMP-Sender noch weitere zerstören. Wo ist der dritte? Da hinten.
Gebiet aktiv. Wollte mich verarschen. Hinter mir versteckt. Warnung, keine Neustartzone. Also, alles oder nichts. Nein. Tango aufgespürt. Ja, wehe, du schießt jetzt mit der Panzerfaust, wo du genau vor mir stehst. Wäre mich eine Panzerfaust im Anschlag, der Kerl. Die Protokolle werden zeigen, ob sie auf wichtige Daten zugegriffen haben, aber ich glaube, wir sind sicher. Gute Arbeit. Danke, Gestirn. Für die, was ist das? Ein Stein mit Armen? Ist das ein Stein? Ein Stein mit Armen. Ja, warum nicht, ne? Ja, ein Stein mit Gesicht und Armen. Sehr schön. Ich habe Stützpunkt freigeschaltet. Warum ist denn da jetzt ein Kontrollpunkt schon wieder weg? Ich hatte hier doch alle Kontrollpunkte. Oder ist der jetzt neu gekommen? Mal ehrlich, da sitzen Leute, ne, die entwerfen hier diese Sticker. Ich frag mich, wer da im Büro sitzt, ne, und sich so denkt, ach, ich bin mir sicher, irgendwann will ein Mensch einen Stein mit Armen und Gesicht als Sticker posten. Wie man auf die Idee kommt. Ja, klar, dass man den postet, wenn der Sticker dann da ist, ja.
Aber wie kommt man erstmal auf die Idee, so einen Sticker zu entwerfen? Und zieht sich irgendwie meiner Kraft der Vorstellung. Stützpunkt. Verstärkung unterwegs. Ich war in Drogen im Spiel beim kreativen Prozess. Ja, ich glaube echt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Sich nähernde Feinde erkannt. Verbündete Kämpfer entdeckt. Davon ab, dass ich den Kontrollpunkt hundertprozentig schon eingenommen hatte. Geiselnahme in der Nähe. Ich weiß nicht, warum ich den jetzt wieder einnehmen musste. Geiselnahme in der Nähe.
kann halt ja verstehen, wenn noch viele Feinde auf der Map unterwegs sind, aber ich habe den ganzen Bereich eigentlich komplett gesäubert. Seltsam. Sehr seltsam. Naja, das sind nur halt ein paar Geiselnamen, der Stützpunkt da. Wurde der Level ja vielleicht zurückerobert? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, dass die Kontrollpunkte einfach so zurückerobert werden. Vor allem, wenn hier eigentlich fast alles schon grün ist. Ich weiß es nicht, Gestirn. Also ich habe, während ich mit den Noobs hier mit Duplo und so gespielt habe, ist das nie passiert, dass ein Kontrollpunkt zurückerobert wurde. Entweder man hatte den Kontrollpunkt oder man hatte ihn nicht, aber zurückerobert, m-m. So, aber das war's jetzt. Ich muss nochmal nämlich schnell was einkaufen gehen für mich. Und ich muss meinen Wäschetrockner ausräumen, wie ihr vorhin schon gehört habt. Ich danke euch aber auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr so fleißig hier die ganze Zeit Sticker rausgehauen habt, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und ja, morgen Nachmittag gibt's wieder einen kurzen Stream von mir. Weil ich habe jetzt sowieso 4 Frühschichten und nachmittags, ich will ja nicht so früh schlafen. Ich darf nicht so viel schlafen. Nicht nachmittags. Würde ich sagen, morgen Nachmittag sehen wir uns wieder. Was ich stream, weiß ich noch nicht. Vielleicht mal dieses Cthulhu Adventure weiter oder vielleicht weiter looten bei Division 2. Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Dankeschön, Leute. Bis morgen, würde ich sagen. Ja, und danke, dass ihr reingeschaut habt.